Herzlich willkommen zur achten Mission, der ersten Mission in Nordafrika. Und zwar müssen wir in dieser Mission Feuerwerk, eine Treibstoffbasis, in die Luft sprengen. Und wir haben nur den Green Beret und den Sniper dabei. Vom Startpunkt, links oben beim grünen Kreuz wird zuerst der Green Beret den ganzen Bereich von Wachen säubern. Dann bewegt sich das Team in die Basis hinein. Der Green Beret ordnet die Treibstofffässer, die rumstehen, so an, dass man mit einem Schuss eine Kettenreaktion auslöst und gleich die ganze Basis in die Luft sprengen kann. Und sobald dies geschehen ist, ziehen sich die Kommandos in östlicher Richtung über die Brücke, die über die Schlucht führt. Bewegen sie sich dorthin und werden von einem Fluchtauto der US Army aufgenommen und in Sicherheit gebracht. Ich wünsche euch viel Spaß. So, herzlich willkommen zur ersten Mission in Nordafrika. Jetzt mal schauen, wie wir den am besten positionieren. Ich glaube, der muss hier oben hin, ja. Speichern. Aha. Jetzt habe ich schon gedacht, hey, wohin robbst du, Junge? Das Timing muss wirklich stimmen, der muss. Ja, jetzt. Puh, das war aber knapp. Ah, ich Idiot. Der hat nämlich im Blickwinkel, sieht der einem nämlich auch noch. Muss man echt aufpassen. Jetzt schalte ich den Störsender hier ein, dass die wegschauen. Und jetzt muss ich nämlich nur noch auf die beiden Jungs hier achten. Die decken den Kameraden hier nämlich. Ausschalten. Jetzt habe ich einen
kleinen Moment gezögert und das war auch schon zu viel. Auch stehen. Nein, kann ich nicht. Geht's noch mal speichern? Weil das ist jetzt echt schwierig. Ja. Jetzt müssen wir auf die Wache hier unten achten. Hier muss man wirklich eigentlich alle Wachen ausschalten, weil jede Wache deckt irgendwie auch Umwege eine andere und also da braucht man extrem lange für die Mission. Und wenn man die das erste Mal spielt, habe ich die Erfahrung. Entschuldigung, ist das Mikro verrutscht. Habe ich die Erfahrung gemacht. So, jetzt gehen wir hinten durch. Dann haben wir weniger Stress. Nehmen wir uns noch den Sender hier. Und jetzt kann man eine Wache hochlocken. Ob das. Da ist sie schon. Ob das wahnsinnig viel bringt. Die schaut jetzt natürlich hier hin, aber ich bin durch die Mauer zum Glück verdeckt. Aber ich mache es jetzt einfach trotzdem, weil eine Wache. Von unten, weil jetzt das oben, das war wirklich einfach. Das Knifflige kommt erst jetzt. Speichern wir beide, weil jetzt haben wir das obere Plateau eigentlich gesäubert, wenn man so will. Jetzt müssen wir schauen, die Wache hier unten. Die darf nicht schauen. Ein Verletzter! So. Und jetzt haben wir da noch eine Wache auf dem Dach. Und da dürfen mehrere nicht schauen. So. Ja, wenn man nach Zufallsprinzip schießt, dann hat man eigentlich, obwohl ich habe jetzt ja geschaut, dass die beiden Wachen, also die hier, dass die nach Norden in dem Sinn, wenn das überhaupt Norden ist, einfach, oder nach Nordosten besser gesagt, schauen. Aber eigentlich, ja, kann man auch einfach nur probieren und ja, irgendwann mal hat man dann Glück, oder? Kann man auch machen. So. Ja, das war dumm. Ja, nee. Aber das überschreiben wir auch noch so. Du. Die schießt gleich, die ist so. Ah ja, logisch. Jetzt weiß ich auch warum. Ich muss natürlich noch hier die Verletzten quasi. Ja. Hä, was ist jetzt los? Die muss ich noch wegräumen, weil sonst ist es immer so, wenn die Verletzte sehen, dann schießen die gleich wie die Wahnsinnigen drauf los. Nee, nee, nichts mit der Pistole hier. Was ist jetzt los? Komm schon. Hallo. So, jetzt soll es besser klappen.
Jetzt kommt die ganze Basis angerannt. Ich muss einfach irgendwie hier noch durch können. Ja, sollte noch gehen. Sollte noch gehen. So. Ja, manchmal schießen sie eben, wenn man dann sich da noch bewegt, aber jetzt ist gut gegangen. Jetzt fehlt nur noch der, aber da kenne ich einen Trick, wie man den hier hinlocken kann. Jetzt schalten wir aber zuerst mal die hier aus. Und dann die hier. Jetzt, ui, das ist aber auch noch knapp hier. Ui, das war jetzt, da habe ich mich jetzt gerade irgendwie, ja, falsche Tasten gedrückt, aber ich hatte noch Glück. Es hat noch gerade noch gereicht. Muss man hier einen Sender hinstellen. Oh ja, und ich muss die... Ah, habe ich schon gemacht. Gut. Die Wachen hier muss man auch noch wegbringen. Normalerweise... Bin ich jetzt zu früh aufgestanden? Nein, ich glaube nicht. Ja, jetzt sieht er mich. Ah, beziehungsweise es war ja der andere, der mich gesehen hat. So, so hier hin, okay. Moment mal, wenn der... Oh, jetzt geht er zurück, scheiße. Aber jetzt ist mir gerade was in den Sinn gekommen. Und zwar kann ich ja das folgendermaßen machen. Ich kann die mal hier platzieren. Mal schon hier hin rum. Ja, es ist... Weißt du, dann bleibt das stehen, oder? Und dann denkst du, ah, der bleibt stehen, oder? Und dann geht er dann doch weiter, toll. Jetzt versuche ich mal Folgendes. Speichern. Halt! Wer ist da?
Jetzt geht er auch zu den anderen hin. Jetzt hat er sie gesehen. Wunderbar. Halt! So ich das sehe, ist hier in der Basis niemand mehr am Leben. Okay. Jetzt speichern nochmal. Den noch reinlocken. Ein Verletzter! So. Und jetzt habe ich mir ein Bild gemacht, wie man da die Fässer anordnen muss. Ihr braucht das Bild nicht, weil ihr werdet es jetzt gleich live sehen. Der kann hier noch die restlichen Leute ausschalten. Und zwar muss da hier da oben an, muss ich da weiter nach unten. Den noch. Und mit der letzten Kugel den noch. So, jetzt haben wir freie Bahn. Können wir. Hier kommt dann das Fluchtauto. Also ein Fass muss genau hier hin, jawohl. Dann ein Fass muss zwischen diesem Ecken und dem, etwa in der Mitte. Ja, ein bisschen weniger als die Mitte. Hier. Ja, zu weit. Ja, so. Dann ein Fass muss hier hin in diese Rille hier. Jawohl. Eins muss hier vor diesen für dieses Depot. Aber das ist Reservoir Depot. Okay. Aber das stört mich, das ist zu weit. Das muss ein bisschen mehr. So. Gut, dann eins kommt etwa hier hin. Eins. Hier hin. Ja, ein bisschen mehr. So. Und das letzte kommt noch hier hin. Okay. Jetzt speichere ich hier für den Fall, dass es nicht klappt, dass wir nicht den ganzen Weg nochmal zurückrennen müssen. So. Und jetzt sollte es ein schönes Feuerwerk geben. Ein bisschen wegzoomen. Gut. Ja, werden. Nein, aber nicht im Ernst, oder? Jetzt sind wir vom Fluchtauto quasi verfahren worden. Ich hoffe, dass ich jetzt geheilt habe, wird bei den Schäden angerechnet. Nein. Also das kann ich jetzt nicht akzeptieren, tut mir leid. Also hoffe, ihr seid mir da nicht böse, aber ich werde von meinem eigenen, eigentlich quasi von meinen Verbündeten, von den Amerikanern, das ist ja, die sind ja Briten, also die Kommandos, so also gut, einer ist Amerikaner, ich habe einen Australier, da spielt jetzt keine Rolle. Machen wir es einfach nochmal, ihr könnt nochmal die Explosion bewundern. So,
Diesmal gehe ich am Rand. So. So, jetzt bin ich zufrieden. Einsatzzeit, wir haben es in der nützlichen Frist geschafft. Unsere Commandos haben diesmal keine Schäden erhalten, wurden nicht von Verbündeten angefahren. Einsatzverdienste gibt wieder 3 goldene Sterne. Das heißt, wir haben wieder eine Reihe voll gehabt. Die ist jetzt wieder leer und wir wurden zum Lieutenant befördert. Das heißt, unsere Ecken sind weg. Wir haben dafür jetzt 2 auf unserem Schulterblatt. 2 goldene Sterne sind es, glaube ich. Oder Kreuze. Gut, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit in der ersten Mission in der Afrika-Kampagne. Und dann hoffe ich, euch auch in der nächsten Mission auch wieder in Nordafrika begrüßen zu dürfen. Und tschüss.